Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die zwei Sensationsnachrichten des Tages kennen Sie sicher. Deutschland ist Basketball-Weltmeister und bei den Fußballern wurde Hansi Flick gefeuert. Beiden Sportereignissen widmen wir uns natürlich im Laufe der Sendung noch ausführlich. Aber die Weltlage ist dann doch leider so, dass wir jetzt erstmal nach Marokko schauen. Man musste es gestern ja schon befürchten, als bereits in den ersten 24 Stunden nach dem Beben so hohe Totenzahlen gemeldet wurde. Die bittere Erfahrung mit solchen Katastrophen lehrt ja, dass es dann am Ende noch viel, viel mehr sein werden. Heute berichten die marokkanischen Behörden bereits über mehr als 2000 Opfer. Anne Arendt und Anna Warsberg berichten aus einem schwer getroffenen Land. Es sind diese engen, verwinkelten Gassen, die die Altstadt von Marrakesch ausmachen. Das Zuhause von Drisi Sassoura. Sie nimmt uns mit, vorbei an den Trümmerhaufen. Hier haben es ihr Mann und sie gerade noch rechtzeitig aus dem Haus geschafft, als es anfing zu beben. Seitdem schlafen die beiden draußen. Ich war drinnen, als ich um 23 Uhr ein Geräusch gehört habe und gesehen habe, dass die Decke herunterfallen würde. Und sobald ich den ersten Fuß vor die Tür gesetzt habe, ist die Decke eingestürzt. Sie fiel auf die Küche und das ganze Haus. Während hier die Aufräumarbeiten beginnen, bleiben viele Menschen auch über Nacht auf der Straße. Aus Angst vor noch mehr Nachbeben. Keiner weiß, ob und wie einsturzgefährdet die Häuser sind. Ich bin erstmal zurück zu meinem Haus gegangen und habe gesehen, dass da viele Risse in der Wand sind. Ich kann da nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie groß das Risiko ist. Da müsste ein Experte kommen und mir sagen, ob ich zurück kann oder nicht. Weiter südwestlich, nahe des Epizentrums, hat das Erdbeben ganze Dörfer zerstört. Soldaten und Zivilisten graben in den Trümmern und hoffen, Überlebende zu finden. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Währenddessen wächst der Unmut bei den Menschen, dass in vielen Gebieten Hilfe nicht oder nur sehr langsam ankommt. Wasser und Essen wird vielerorts knapper. Hier in dem Haus sind immer noch Menschen verschüttet. Die haben nicht rechtzeitig die Hilfe bekommen, die sie brauchten. Deshalb sind sie wohl gestorben. Meine Kinder konnte ich retten und jetzt versuche ich, Decken oder irgendwas zum Anziehen für sie zu bekommen. Das Königshaus hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, aber vom König keine Worte zum Volk, weder vor Ort noch im Fernsehen. Zahlreiche Staaten haben ihre Hilfe angeboten. Ohne eine offizielle Hilfsanfrage von Marokko aber können die Deutschen zum Beispiel nicht ins Katastrophengebiet fliegen. Seit Samstagabend standen die THW-Rettungskräfte bereit. Inzwischen wurden immerhin 56 spanische Rettungshelfer mit Spürhunden nach Marokko entsandt und Feuerwehrleute aus Frankreich. Für die Verletzten in den überfüllten Krankenhäusern spenden viele Menschen Blut. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, sondern bin einfach hierher gerannt. Denn eine der wichtigsten Aufgaben eines Bürgers ist es, sich gegenseitig zu helfen. Vor allem unter diesen Bedingungen hier, unter denen Menschen sterben. Meine Tochter und ich sind für ein paar Tage hier im Urlaub. Wir lieben Marrakesch. Und wir haben im Fernsehen, auf YouTube und im Nachrichtensender gesehen, dass es einen Aufruf zur Blutspende gibt. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter und das tatsächliche Ausmaß dieser Katastrophe ist noch immer nicht ganz klar. Viele hier sind verzweifelt, müssen weiter in solchen improvisierten Camps ausharren und auf Hilfe warten. So, und offenbar hat der König Marokkos nun doch eine Ansprache im Fernsehen gehalten. Es kommen jetzt in diesen Momenten entsprechende Meldungen rein, dass er sich für internationale Hilfe bedankt und erklärt, man habe erst mal koordinieren müssen, was man braucht. Und man brauche aber Hilfe. Wenn Sie den Menschen in Marokko helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe sammelt Spenden. Die IBAN lautet DE 65 100 400. 600, 100, 400, 600. Stichwort ZDF, Erdbeben Marokko. Infos gibt es auch unter spenden.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 890. In Neu-Delhi ist der G20-Gipfel zu Ende gegangen. Am glücklichsten über den Verlauf scheint der Gastgeber zu sein, Indiens Präsident Modi. Er präsentierte sich als einflussreichen Weltenlenker und er schaffte es, einen Eklat zu verhindern.
Zwischenzeitlich hat es ja so ausgesehen, als würde man gar keine gemeinsame Abschlusserklärung hinbekommen. Das, was man dann hinbekommen hat, ist allerdings bescheiden. Vor allem die Ukraine, die den Gipfel von der Seitenlinie aus beobachtete, zeigt sich enttäuscht. Während sich der russische Außenminister in Indien sichtlich wohler fühlte als noch vor einem Jahr beim Treffen auf Bali. Darüber habe ich heute Morgen mit Bundeskanzler Scholz gesprochen, bevor er seine Rückreise antrat. Zuvor aber erst mal der Bericht von Andreas Künast. Am Tag 563 des Krieges steht Russlands Außenminister Lavrov neben Indiens Ministerpräsident Modi und lässt sich das Haus des vielleicht berühmtesten Kriegsgegners der Welt zeigen. Sergei Lavrov steht wie selbstverständlich am Denkmal für Mahatma Gandhi, steht wie selbstverständlich auf der Weltbühne. We shall now have a moment silence, please. Als die G20 schweigen nach zwei Tagen des Streits, ist Russland in ihre Mitte zurückgekehrt. Ministerpräsident Modi hat den Westen, den globalen Süden und Russland in Neu-Delhi zusammengebracht, aber einander nicht näher. Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner konnten nicht sicher sein, auch nach den 200 Vorverhandlungsstunden ihrer Beamten nicht, ob es überhaupt noch mal eine G20-Erklärung geben wird und überhaupt noch mal einen G20-Gipfel. Vergangenes Jahr hatte die Staatengemeinschaft Russland noch scharf verurteilt. Diesmal wird Krieg nur allgemein geächtet und territoriale Integrität nur allgemein betont. Trotzdem ist nicht nur Scholz fest entschlossen, es als Erfolg zu bezeichnen. Dass wir zu Ergebnissen kommen, die eben doch eine Klarheit hergestellt haben, an der dem einen oder anderen ganz sicher nicht gelegen war, insbesondere der russischen Regierung nicht. Dieser G20-Gipfel bestätigt die Isolierung Russlands. Die große Mehrheit hat den Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen verurteilt. Verurteilt? Isoliert? Sergei Lavrov muss eine andere Erklärung gelesen haben. Die westlichen Staatschefs scheinen die Leute für naiv zu halten. Dieser Text soll Russland verurteilen? Tut er nicht. Russland wird nicht einmal erwähnt. Auf den sorgfältig inszenierten Gipfelbildern an der spektakulären Dinnertafel ist Lavrov nicht zu erkennen. Weil Modi Biden, Macron und Scholz nicht in Verlegenheit bringen will, bricht er mit einer G20-Tradition. Ein Familienfoto wie in Rom, wie in Osaka, wie in Buenos Aires wird es aus Neu-Delhi nicht geben. Haben Sie mit Sergei Lavrov gesprochen? Nein. Hatten Sie Gelegenheit, mit einem westlichen Staatslenker zu sprechen? Ich habe die Gelegenheit nicht gesucht. Es ist der Gipfel der verpassten Gelegenheiten. Joe Biden wäre gern einen Schritt auf Chinas Präsident Xi zugegangen, aber Xi blieb lieber in Peking. Ich hoffe, dass ich Mr. Xi eher früher als später zu sehen kriege. Dann übergibt Indiens Premier Modi das G20-Hämmerchen an Brasiliens Präsident Lula, der umgehend Putin wissen ließ, er könne zum nächsten Treffen unbesorgt kommen. G20-Gipfel bleiben schwierig. Und der Bundeskanzler ist uns aus Neu-Delhi zugeschaltet. Guten Tag, Herr Scholz. Guten Tag. Eine Abschlusserklärung, über die sich Russland freut und sagt, das sei schön ausgewogen, führt das die Sache nicht eigentlich mit Blick auf die Ukraine ad absurdum? Die Abschlusserklärung ist zustande gekommen, weil viele Länder das wollten, in enger Kooperation zwischen dem Norden und dem Süden, Europa, Nordamerika, den Ländern im Süden Amerikas, in Asien und in Afrika. Und wenn da nicht 18 Länder gesagt hätten, wir wollen jetzt eine solche Entschließung fassen, in der auch die Integrität und Souveränität der Ukraine thematisiert wird und der Einsatz von Atomwaffen verboten wird, dann wäre das nicht zustande gekommen. Das hat Russland am Ende hinnehmen müssen. Insofern zeigt das, dass der Eindruck ein wenig trügt. Naja, in Bali vor einem Jahr war wenigstens noch die Rede davon, dass die Ukraine angegriffen wird und dass man das verurteilt. In dieser Erklärung wird nicht mal mehr Ross und Reiter genannt. Wenn ich mir vorstelle, Sie sind ein Teil eines Landes, das angegriffen wird, das täglich bombardiert wird, dessen Städte vernichtet werden und dann steht da nur, bitte alle Beteiligten sollten sich doch mal ein bisschen zurücknehmen. Das ist aus Sicht von Kiew natürlich furchtbar.
dass sich aus der Sicht der Ukraine da noch mehr hätte stehen können, ist richtig. Und übrigens, wenn wir in Deutschland darüber alleine diskutieren und im Deutschen Bundestag eine Entschließung verabschieden, sieht die auch anders aus. Aber hier haben sich 20 Staaten geeinigt. Und ich will das noch mal betonen, wäre es nach Russland gegangen, wäre das alles gar nicht so formuliert worden, sondern nur der Druck vieler anderer hat dazu beigetragen, dass das am Ende auch gelungen ist. Und das ist ja das Besondere. Hier gibt es einstimmige Entscheidungen und keinen anderen Weg, das zu machen. Und deshalb war diese gute Kooperation und dieser Druck notwendig, um so weit zu kommen. Sie sagen, so weit zu kommen. Am Ende ist man ja auf den winzigsten gemeinsamen Nenner gekommen. Fragt sich da nicht so ein bisschen, was solche Erklärungen überhaupt noch bringen? Das sind hier Zusammenkünfte der bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Nationen, derjenigen aus den klassischen Industrieländern, vielen aus dem globalen Süden. Und dass wir uns über viele Fragen miteinander unterhalten und verständigen und das auch festhalten, etwa wenn es um den Schutz des Klimas und andere Aufgaben geht, die wir gemeinsam haben, das ist wichtig und zentral. Und ich glaube, dass das jetzt trotz der ganzen Skepsis im Vorfeld doch noch gelungen ist, ist etwas, wo die indische Ratspräsidentschaft sich was zugute halten darf, aber wo es auch die neue Erfahrung gibt, dass eine Kooperation zwischen Nord und Süd in dieser Weise auch möglich ist. Und natürlich sind das 20 Länder, von denen jedenfalls 18 klare Meinungen haben in der Frage und das auch dann haben hier stark machen können. Täuscht der Eindruck oder hat der Einfluss des Westens darauf, was dann bei solchen Veranstaltungen eigentlich noch herauskommt, deutlich nachgelassen? Auch sogar im letzten Jahr deutlich nachgelassen. Wie gesagt, in Bali war noch sehr viel mehr möglich. Aus meiner Sicht ist das eine Fragestellung, der wir nicht nachgehen sollten. Denn das, was wir doch brauchen für die Welt der Zukunft, ist eine enge Kooperation, auch mit vielen Ländern des globalen Südens. Und nicht, dass diese Länder dem Westen folgen. Das kann nicht funktionieren und das ist auch gar nicht wünschbar. Und da denke ich schon, dass da was gelungen ist, auch dadurch, dass wir in vielen anderen Formaten sehr viele Gespräche geführt haben, mit Indonesien zum Beispiel, mit Indien, mit Südafrika, mit Argentinien und Brasilien. Und diese Länder waren auch alle dabei, dafür zu sorgen, dass hier Entscheidungen zustande kommen, die zum Beispiel von Russland nicht gern unterschrieben worden wären. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir in dieser Art und Weise miteinander kooperieren. Die Welt wird sich ändern. Diese Länder werden ökonomisch und von der Größe ihrer Bevölkerung hin immer wichtiger werden. Und dass wir jetzt da miteinander versuchen, gemeinsam Politik für die Welt zu formulieren, das ist notwendig. Und dem darf man auch nicht ausweichen. Nee, auf keinen Fall. Sie sind dem ja auch nicht ausgewichen. Also Sie, die Außenministerin, der Wirtschaftsminister, Sie sind ja durch diesen globalen Süden getourt quasi und haben wirklich auch versucht, die westliche Sicht, die deutsche Sicht, die Sicht auf diesen Angriffskrieg in Europa deutlich zu machen. Aber es scheint nicht so viel gefruchtet zu haben. Also wenn ich sage, hat der Einfluss nachgelassen, meine ich nicht, der Westen sagt dem globalen Süden, was er zu denken hat. Aber es ist offenbar diesem globalen Süden doch auch relativ egal, was sich hier in Europa abspielt, solange weiterhin Handel getrieben werden kann und Ähnliches. Damit muss man ja irgendwie umgehen. Na, also vielleicht darf ich mal an Ihre Frage anknüpfen. Sie haben ja dann lange gesagt, warum das alles kein Einfluss des Westens ist. Und dann haben Sie ja hinzugefügt, naja, das kann man ja auch nicht sagen, dass der Westen den anderen einfach sagt, was sie zu denken und zu tun haben. Mhm. Und das ist ja auch das Thema. Deshalb finde ich, müssen wir mit der Bewertung solcher Zusammenkünfte anders umgehen. Wir müssen das vorantreiben, worum es uns geht, dass eine Welt, in der auch viele Länder groß und wichtig und bedeutend werden, mit denen wir auch gerne kooperieren, mit denen wir übrigens auch gerne Geschäfte machen und die wir exportieren wollen nach Indonesien, nach Indien, das gute Wachstumszahlen hat und viele andere Länder, dann müssen wir da auch jetzt auf Augenhöhe miteinander politisch sprechen. Und natürlich sind die Blickwinkel aus der ganzen Welt sehr unterschiedlich. Und das gehört ja gerade deshalb zu den Errungenschaften der G20, dass man das an einem Tisch miteinander beredet. Und das wird, glaube ich, nicht überschätzt werden können. Das ist wichtig. Einer war nicht mit am Tisch. Also eigentlich waren zwei nicht mit am Tisch. Bei Putin ist man, denke ich, mal froh, dass er nicht mit am Tisch war. Aber Präsident Xi aus Peking ist nicht angereist. Was sagt uns das? Zunächst mal, China war vertreten, und zwar durch den Regierungschef, der da war. Und der hier die Position Chinas vertreten hat.
ganz klar ist aber, dass nach diesem Gipfel für viele sehr deutlich geworden sein wird, das ist wirklich ein zentraler Austauschort in der Welt, wo miteinander gesprochen und verhandelt wird. Und ich bin auch froh, dass übrigens noch viele andere Länder hier als Gäste dabei waren, die auch an Bedeutung gewinnen werden und noch gar nicht zu den G20 dazugehören. Ein Fortschritt ist ja zum Beispiel, dass die Afrikanische Union jetzt Mitglied geworden ist. Mhm. Auch das ein Zeichen dafür, dass wir diesen Ort brauchen. Und das werden auch andere verstehen. Ja, ja, schon. Aber Xi hat lieber Dörfer in China besucht, als zum G20-Gipfel zu gehen. Damit will er uns ja allen etwas sagen, oder? Ich spekuliere über solche Fragen nicht. China hat außerdem vor kurzem eine offizielle Landkarte veröffentlicht, auf der mal eben Territorium von Russland, Indien, Taiwan mit einverleibt wurde. Ist das die nächste Kriegsregion, auf die man sich einstellen muss? Das wollen wir nicht hoffen, und so sieht das auch nicht aus. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass es keine militärischen Konflikte gibt, um Grenzen zu ordnen, in Anführungsstrichen. Und wie schlimm und bitter das ist, dass Russland seinen imperialen Krieg führt, weil es einfach sein Territorium auf Kosten der Ukraine erweitern will, das sieht ja nun auch jeder. Joe Biden war da. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, dass es Berichte gibt, dass er ATACMS eventuell demnächst liefert? Und was würde das dann für die deutsche Taurus-Debatte bedeuten? Wir haben uns über viele Fragen unterhalten, über diese nicht. Herr Bundeskanzler, danke für das Gespräch. Schönen Dank. Videos und Hintergründe zum G20-Gipfel finden Sie bei uns natürlich auch online auf ZDF heute. So, gleich kommen wir dann auch zu den sportlichen Ereignissen dieses Tages. Aber vorher gibt es noch einige politische Nachrichten, Heinz. Ja, US-Präsident Biden ist vom G20-Gipfel in Indien nach Vietnam gereist. Washington bemüht sich, in Südostasien ein stärkeres Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas zu schaffen. Biden und die vietnamesische Führung vereinbarten eine engere Zusammenarbeit in Form einer strategischen Partnerschaft. Er sagte, es gehe ihm darum, Bündnisse zu stärken, um damit für internationale Stabilität zu sorgen und nicht um eine Eindämmung Chinas. Bei einem russischen Angriff in der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation 2 ihrer Mitarbeiter getötet worden. 2 weitere, darunter ein Deutscher, wurden schwer verletzt. Russland hat auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Die Abwehr habe die meisten Flugkörper abgefangen, teilte das ukrainische Militär mit. Durch Trümmerteile wurden eine Person verletzt und Wohnhäuser beschädigt. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, SPD, drängt in der Diskussion um einen befristeten Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen auf eine möglichst schnelle Entscheidung. In der ZDF-Sendung Berlin Direkt verwies Rehlinger auf den internationalen Wettbewerb. Es gehe um Tausende von Arbeitsplätzen. Die 16 Bundesländer hatten sich angesichts gestiegener Energiekosten geschlossen für einen befristeten Brückenstrompreis ausgesprochen. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Dittrich, fordert von der Politik mehr Unterstützung für die Baubranche. Die Baufinanzierungen für künftige Projekte seien massiv eingebrochen. Wenn die Politik nicht gegensteuere, werde sich das im Abbau von Kapazitäten niederschlagen, sagte Dittrich der Bild am Sonntag. Das Baugewerbe mit seinen 2,33 Millionen Beschäftigten sei eine Schlüsselbranche für das Handwerk. Am letzten Tag der internationalen Auto- und Mobilitätsmesse IAA hat es in München wieder Demonstrationen gegen die Messe gegeben. Hunderte IAA-Gegner versammelten sich in der bayerischen Landeshauptstadt. Sie fordern unter anderem mehr Klimaschutz. Aufgerufen zu den Protestaktionen hatten mehrere Organisationen. Es wurde zuletzt ja viel gemeckert über den deutschen Spitzensport. Dabei hat Deutschland einen fantastischen, erfahrenen Bundestrainer und eine großartige junge Nationalmannschaft im Basketball. Eine Mannschaft, die sprüht, die will, die einen bärenstarken Kapitän und Teamgeist hat und die jetzt sogar Weltmeister geworden ist. Was wirklich unglaublich ist, das gab es noch nie. Das ist historisch. Michael Kreuz über das Wunder von Manila. Unglaublich, aber wahr. Der Pokal für die Weltmeister. Dieser Triumph, zweifellos eine Überraschung. Aber hier feiert die beste und einzig ungeschlagene Mannschaft dieser WM.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit denen, meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben. Und das Endspiel an Spannung kaum zu überbieten. Zuerst Serbien, das bessere Team, liegt nach dem ersten Viertel in Führung. Doch Deutschland bleibt dran. Franz Wagner nach dieser tollen Einwurfvariante zum 38-37. Es geht hin und her. Eine Weltklasseaktion von Bogdan Bogdanovic aus der Rückwärtsbewegung. Welch ein Dreier. Doch Weltniveau hat auch Dennis Schröder zu bieten. Ein Stil, ein Dunking, spielerische Perfektion. Das dritte Viertel, eine Drangphase der Deutschen. Herrlicher Spielzug. Die Führung zum ersten Mal zweistellig, 64-53. Aber Serbien kommt zurück, auch dank Abramovic, der insgesamt 21 Punkte erzielt. Deutschland in der Schlussphase nur noch zwei vor. Doch es kommt die Zeit von Dennis Schröder, der Kapitän, unwiderstehlich zum Korb, 81-77, enorm wichtig. 28 Punkte schafft er insgesamt und er setzt auch den Schlusspunkt. 83-77 und dann ist alles nur noch grenzenlose Euphorie. Deutschland Weltmeister. Irgendwie unfassbar. Also ich check noch nicht mal, dass wir jetzt Weltmeister sind. Ich brauche mindestens noch eine Stunde, Tage, bis ich das hier wirklich realisiere. Dennis Schröder wird auch noch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mehr Erfolg für Deutschland geht nicht. Aber ist er auch nachhaltig? Ich will einfach, dass der deutsche Basketball weiter wächst, dass wir mehr Fans, mehr Spieler an sich kriegen und Spielerinnen. Und einfach, dass der Sport eine größere Reichweite hat. Aber es gilt auch, den Augenblick zu genießen. Und wie die Feier weitergehen könnte, deutet sich schon während der Pressekonferenz an. Wird wohl feuchtfröhlich. Die Basketballer zeigen jedenfalls alles, was der Fußballnationalmannschaft gerade fehlt. Ausgerechnet in die letzten Minuten des packenden Basketballfinales schickte der DFB die Meldung, dass Hansi Flick freigestellt wurde. Vielleicht auch nicht gerade das, was man als Gefühl für sportliches Timing bezeichnen würde. Der Rauswurf des Bundestrainers ist übrigens auch historisch. Seine Vorgänger waren alle mehr oder weniger freiwillig selbst gegangen. Dass Flicks Tage gezählt waren, konnte man allerdings spätestens seit gestern ahnen, nach dem Auftritt gegen Japan. Boris Büchler berichtet. Endstation Wolfsburg. Die Entlassung kommt nicht wirklich überraschend, nach nur 4 Siegen aus den letzten 17 Spielen. Es ist ein skurriler Sonntag. Da lässt der DFB Hansi Flick noch das öffentliche Training leiten und Autogramme schreiben, um ihn dann wenige Stunden später doch vom Hof zu jagen. Am Tag nach der Blamage gibt es im Teamhotel mehr Krisensitzungen als Torchancen gegen Japan. Am frühen Abend dringt dann nach außen, dass Flick ein ziemlich ehemaliger Bundestrainer ist. Die Bosse waren sich einig, dass die Trennung unumgänglich sei, steht in der Pressemitteilung. Die Mannschaft brauche einen neuen Impuls vor der EM im eigenen Land, eine Aufbruchsstimmung und Zuversicht, so Präsident Neuendorf. Dabei gab sich der seit Monaten schwer angezählte Flick gestern noch kämpferisch. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und deswegen geht es auch so weiter für mich. Es ging nicht weiter. Und Völler verzichtete bereits gestern auf ein klares Bekenntnis zum Bundestrainer. Aber wie gesagt, im Moment, wir tun gut daran, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor wir jetzt irgendwelche Analysen machen aus so einem Spiel. Unter Flick blieb der so dringend benötigte Stimmungsumschwung aus. Dienstag gegen Frankreich werden Völler, DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Erst danach soll die Nachfolge von Flick geregelt werden. Dass heute hinter verschlossenen Türen Völler zum Übergangscoach gemacht wurde, beweist, wie unvorbereitet der DFB auf die aktuelle Entwicklung war.
Nach dem kläglichen Scheitern bei der WM und dem danach völlig missratenen Kurs ist nun der absolute Stimmungstiefpunkt erreicht. Auch die sportliche Lage besorgniserregend. Und das 9 Monate vor der EM, bei der Flick dann nicht mehr dabei sein wird. Ja, das wollen wir noch etwas nachbearbeiten. Nils Kaben steht in Wolfsburg, und zwar da, wo der DFB auf seiner Krisensitzung heute die Entscheidung getroffen hat. Nils, warum hat das nicht geklappt zwischen Flick und der Nationalmannschaft? Woran lag's? Zum einen hat es ganz einfach daran gelegen, dass nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im letzten Winter die Mannschaft in diesem Jahr 6 Länderspiele bestritten hat und davon nur ein einziges gewonnen hat, im März gegen Peru. Zuletzt gab es sogar 3 Niederlagen nacheinander. Sowas hat es in der DFB-Geschichte zuletzt 1985 gegeben, also vor fast 40 Jahren. So ein Stachel sitzt tief. Vor allen Dingen aber hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben, wir haben es gerade in dem Beitrag gehört, dass das Vertrauen verloren gegangen ist, dass Hansi Flick der richtige Mann sein könnte, um das Ruder noch rumzureißen. 9 Monate sind es noch bis zur Europameisterschaft im eigenen Land. Und die Gastgebermannschaft gibt ein desaströses Bild ab. So konnte es nicht weitergehen. Und deshalb haben die DFB-Chefs gestern die Notbremse gezogen. Viele haben gesagt, das hätten sie besser schon direkt nach dem WM austun sollen. Aber eigentlich hatte das ja vor 2 Jahren ganz gut angefangen mit Hansi Flick. Hat sogar sehr gut angefangen mit 8 Spielen nacheinander, die er alle gewonnen hat. Zur Wahrheit gehört allerdings dazu, dass die Gegner Liechtenstein hießen und Nordmazedonien und Israel, bei allem Respekt. Schwierig wurde es vor ungefähr einem Jahr bei der Heimniederlage in Leipzig gegen Ungarn. Wie die WM ausgegangen ist, haben alle noch in guter Erinnerung. Vor 2 Tagen ist eine Insider-Dokumentation veröffentlicht worden, und wer die angeschaut hat, kann sehen, dass Hansi Flick auch bei den Ansprachen, bei Mannschaftssitzungen in der Kabine nicht den allerüberzeugendsten Eindruck hinterlassen hat. Sowas bleibt ja normalerweise geheim. Jetzt kann es jeder sehen. Und das hat am Ende dann zu der Überzeugung geführt, dass die Mannschaft immer mehr verunsichert worden ist durch taktische Experimente, durch personelle Entscheidungen, die nicht alle immer nachvollziehen konnten. Und deswegen das Aus heute Nachmittag. Dann noch mal ganz kurz nach vorn geguckt. Wer ist jetzt so der heißeste Anwärter auf die Nachfolge? Dabei muss man ja mal gucken, wer ist denn überhaupt verfügbar. Der große Wunschkandidat ist und bleibt natürlich Jürgen Klopp. Aber jeder weiß, der hat einen Vertrag in Liverpool, steht also nicht zur Verfügung. Jetzt ist Julian Nagelsmann, der ja im Frühjahr bei den Bayern entlassen worden ist, der heißeste Kandidat. Der ist allerdings erst 36 Jahre alt. Da muss man mal gucken, ob die Chemie stimmt zwischen DFB und Nagelsmann. Außerdem ist er noch unter Vertrag bei den Bayern, ob man sich da einigen kann. Das werden wir in den nächsten Tagen erleben. Rudi Völler macht es tatsächlich nur für dieses eine Spiel übermorgen gegen den Vize-Weltmeister. Wenn man den gestern gesehen hat, wie fertig der allein schon vom Zugucken war, dann muss einem Angst und Bange werden, ob er das da gut übersteht am Dienstag in Dortmund. Aber wir werden in den nächsten Tagen klarer sehen. Nagelsmann ist im Moment der Favorit. Dankeschön, Nils, nach Wolfsburg. Und mit Sport geht es jetzt bei dir auch noch mal weiter. Unter anderem mit der Ruder-WM in Belgrad. Da gab es zum Abschluss für das deutsche Team eine Goldmedaille. Im Einer triumphierte Oliver Zeitler und holte sich den WM-Titel zum 3. Mal. Und für den Deutschland-Achter gab es zwar keine Medaille, er konnte sich aber durch Rang 5 für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr qualifizieren. Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Europameisterschaft in Riesenbeck das 2. Einzelgold gewonnen. Die 37-Jährige kam auch in der Kür auf Platz 1 und verteidigte damit noch nach dem Grand Prix Spezial am Freitag auch den 2. EM-Titel. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza hat Triathlet Patrick Lange die Silbermedaille gewonnen. Der 37-Jährige musste sich nur dem Franzosen Sam Laidlow geschlagen geben. 3. wurde Magnus Dietleff aus Dänemark. Abgeschlagen als 24. kam Triathlon-Superstar Jan Frodeno beim letzten Rennen seiner Karriere ins Ziel. Empfangen wurde der 42-jährige Olympiasieger und dreimalige Ironman-Weltmeister dort vom diesjährigen Vize-Weltmeister Lange. Ob nächste Woche schon ein neuer Bundestrainer benannt wird, wissen wir nicht. Kann natürlich gut sein, dass das noch etwas länger dauert. Für die Basketballer wird es auf jeden Fall einen weltmeisterlichen Empfang geben, wenn sie nach Deutschland zurückkehren. Und dann gibt es noch ein paar Ereignisse,
die jetzt schon vorhersehbar sind. Ein Ausblick darauf von Jörg Bill. Es ist das zentrale Infrastrukturprojekt der Energiewende, der Bau der Stromtrasse Südlink. Am Montag wird der offizielle Spatenstich erfolgen. 700 Kilometer lang durch 6 Bundesländer soll die Trasse den Strom vom Norden in den Süden bringen. Gegen das milliardenschwere Projekt hatte es lange Widerstand gegeben. Der oberste Gerichtshof Israels wird sich am Dienstag mit der umstrittenen Justizreform beschäftigen. Die rechtsreligiöse Netanjahu-Regierung hatte die Handlungsmöglichkeiten des Gerichts stark eingeschränkt. Kritiker sehen darin eine Gefahr für Israels Demokratie und protestieren seit Monaten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird am Mittwoch zur Lage der Europäischen Union sprechen. Wohl selten waren die Herausforderungen, aber auch die Erwartungen so groß wie dieses Mal. Die zentralen Themen ihrer Rede: Klima, Krieg und die anstehende Europawahl. Es ist wieder Wiesnzeit in München. Am kommenden Samstag wird das 188. Oktoberfest feierlich eröffnet. Wenig erhitzt die Gemüter auf der Wiesn so sehr wie der Preis für die Maß Bier. Und der dürfte so einigen bitter aufstoßen, liegt er doch erstmals bei über 14 Euro. Und so sind die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche. Morgen ist es zunächst sonnig. Zum Abend bilden sich Schauer und Gewitter im Nordwesten und westlich des Rheins. Ungewöhnlich heiß bei 25 bis 34 Grad. Am Dienstag ziehen kräftige Gewitter mit Starkregen durch und auch der Mittwoch ist noch unbeständig. 18 bis 31 Grad. Das war's von uns an diesem Sonntagabend. Gleich geht's mit Kommissar Beck weiter. Und um 0.30 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und hier erwarten Sie morgen Abend Dunja Hayali und Hanna Zimmermann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.